Hallo, mein Name ist Jasmin Kalcher. Willkommen zur Übung Ermittlung von Biomassepotenzialen auf regionaler Ebene. Sie erinnern sich, das Fallbeispiel Biomassepotenzial beschäftigt sich mit den folgenden Schlüsselfragen. Welche Mengen an biogenen Ressourcen können wir überhaupt nachhaltig nutzen? Wo befinden sich die Ressourcen? Und welchen Beitrag kann Biomasse zur Energiewende leisten? In dieser Übung nehmen Sie für eine Region Ihrer Wahl eine Charakterisierung von Faktoren vor, die das Aufkommen biogener Nebenprodukte, Rest- und Abfallstoffe beeinflussen. Frei verfügbare Geodaten, Statistiken und Literaturquellen werden so aufbereitet und kombiniert, dass ein Steckbrief, natürlich inklusive Karte, der gewählten Region erstellt wird. Dieser Steckbrief bietet die Grundlage für die Bearbeitung weiterführender Fragestellungen. Das Organisatorische zuerst. Zur Bearbeitung brauchen Sie einen Computer mit Internetzugang, ein Geoinformationssystem, ein Tabellenkalkulationsprogramm und Zeit. Die Durchführung dieser Übung dauert etwa 15 Stunden. Wie immer ist die Übung in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen verfügbar. Klick bei Klick für GIS-Neulinge, Basic für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit guten GIS-Grundkenntnissen und Advanced für Nutzer mit erweiterten Kenntnissen im Umgang mit GIS und offenen Daten. Aber nun zum Inhalt. Beim Durcharbeiten des Vorlesungsskripts haben Sie erfahren, dass es in Deutschland viele unterschiedliche Rest- und Abfallstoffe gibt, über 70 Einzelbiomassen. Diese eignen sich grundsätzlich für energetische Konversionspfade. Es können also auf Basis von Biomasse Strom, Wärme und Kraftstoffe erzeugt werden. Für Deutschland finden Sie in der Ressourcendatenbank des DBFZ bereits Informationen zum Potenzial auf nationaler Ebene. Hier können Sie sich unter anderem Potenzialinformationen zu 77 Einzelbiomassen anzeigen lassen. Die einzelnen Biomassen fallen in sehr unterschiedlichen Mengen an und sind zudem räumlich heterogen verteilt, wie hier am Beispiel von Biogut aus der braunen Sonne zu sehen. Möchten Sie für eine bestimmte Region ermitteln, welche Rolle Biomasse in einem regionalen Energiekonzept spielen kann, ist eine detaillierte Potenzialberechnung für jede Einzelbiomasse mit großem Aufwand verbunden. Vor der eigentlichen Potenzialberechnung kann daher eine allgemeine Charakterisierung der Region mit Hinblick auf wichtige Faktoren erfolgen, die das Aufkommen biogener Rest- und Abfallstoffe beeinflussen. Diese Charakterisierung umfasst zum Beispiel die Anbaufläche bestimmter Feldfrüchte, die Einwohnerzahl oder auch die Waldfläche innerhalb einer bestimmten Region. Auf dieser Grundlage können vielversprechende Quellen biogener Rest- und Abfallstoffe identifiziert werden, die sogenannten Top-Biomassen. Zudem können bestimmte Biomassen von einer weiteren Betrachtung ausgeschlossen werden. Veranschaulicht werden kann dies zum Beispiel am Landkreis Wesermarsch in Niedersachsen. Der Waldanteil an der Fläche des Landkreises beträgt etwa 1% oder 900 Hektar. Die komplexe und zeitintensive Ermittlung des forstwirtschaftlichen Biomassepotenzials kann hier entfallen. Aufgrund der geringen Waldfläche kann bereits die Aussage getroffen werden, dass aus dieser Quelle kein wesentlicher Beitrag zum Energiesystem zu erwarten ist. Die Anzahl der gehaltenen Rinder ist bezogen auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche jedoch überdurchschnittlich hoch. Die Betrachtung des Biomassepotenzials von Rindergülle lohnt daher einer genaueren Betrachtung. Der Fokus in dieser Übung liegt auf den Reststoffen, Abfällen und Nebenprodukten. Am Anfang der Berechnung des theoretischen Biomassepotenzials dieser Rest- und Abfallstoffe steht häufig ein Bevölkerungsbezug, ein Flächenbezug oder auch die Produktionsmenge eines Hauptprodukts. Besonders bei Abfällen wie Biogut oder Klärschlamm besteht ein enger Bezug zwischen der Einwohnerzahl bzw. den Lebensgewohnheiten in einem bestimmten Gebiet und dem theoretischen Biomassepotenzial. Einen direkten Flächenbezug haben zum Beispiel Reststoffe, die im Zuge von Landschaftspflegemaßnahmen gewonnen werden. Ein Beispiel hierfür ist das Holz von Moorflächen oder auch der Grünschnitt von Verkehrswegen. Ein großer Teil der Rest- und Abfallstoffe ist an die Produktionsmenge eines Hauptproduktes gekoppelt. Beispiele hierfür sind zum Beispiel Getreidestroh, das bei der Ernte der Weizenkörner anfällt, oder auch Waldrestholz, das im Zuge der Stammholzernte anfällt. Bei der Berechnung hat jede Biomasse ihre Besonderheiten, insbesondere bei der Berechnung des technischen Biomassepotenzials. Mit diesem Wissen im Hinterkopf können Sie mit der Bearbeitung der Übungen beginnen. In den Schwierigkeitsstufen B und C bedeutet dies, dass für die gewählte Region ein Steckbrief mit Tabellen, Diagrammen und natürlich einer Karte erstellt wird. In der Advanced-Variante ist außerdem die Bearbeitung einer weiterführenden Fragestellung, die Erstellung eines Kartogramms oder der Vergleich unterschiedlicher Ausgangsdatensätze, wie beispielsweise dem Coind-Land-Cover und dem ArtGIS-Datensatz, möglich. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt.